Ja, liebe Leute, guten Morgen. Ich bin hier im Keller, weil ich suche Verpackungsmaterial für die Goldmünzen. Die Goldmünzen sind verkauft. Ja, das ging natürlich total schnell. Und zwar nicht für den Preis, den wir haben wollten, schon gar nicht für den Preis, den ich haben wollte, aber wir sind uns einig geworden. Das ist gut. Ja, die Koffer derjenige, der es gekauft hat, hat dann viel Spaß damit und Freude daran. Das ist auf alle Fälle der günstigste Preis, den man dafür aufrufen kann. Wahrscheinlich ist es auch nur ein Händler, der hat weiterverkauft. Aber das ist uns egal in dem Moment. Ja, wie gesagt, das werde ich jetzt verpacken und dann wegschicken. Versichert, natürlich. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was ich heute noch so alles mache. Die Kisten hier muss ich verwerten. Die 1, 2, 3, 4. Da ist Rüdel drin, Kram, Zeugs, Lump. Was sich so angesammelt hat, sind aber auch eben wieder vier Kisten, die mir hier rumstehen. Und die müssen natürlich weg. Die müssen verwertet werden. Fertig. Da hier wird nichts. Weg damit. Für wenig Geld. Ja. Einfach nur weg. Paket habe ich jetzt gefunden hier. Das ist das Schöne. Ein unendliches Repertoire an Verpackungen. Da kommt er drin. Und dann wird es versendet. So, Tommy hat was gefunden auf der Straße. Tada! Eine Tüte voll. Tastatur, gut, das ist jetzt nicht so berauschend, zumal das noch so ein alter Anschluss ist, das braucht man nicht. Kann wieder zurück auf die Straße, aber hier, Portable Photographic Inkjet Printer. Das ist ein Portable Photographic Inkjet Printer. Kannst du Fotos mit ausdrucken. Von Olivetti. Aber nur mal gucken, ob der funktioniert. Neukölln sorgt für einen. Da ist ja die Folie noch drauf auf dem Display. Hier ist übrigens Fotopapier. Papier ist nicht alle. Original verpackt noch. Das ist die Patrone, alle, ja. Aber wenn das original verpackte Papier noch drin ist. Hier ist die Beschreibung. Ganz schön dicke Beschreibung. Ist ja dicker als der Drucker. Weil wir wissen, der Drucker sind ja eigentlich immer nicht so teuer. Aha. Also Treiber-CD und noch mehr Fotopapier. Noch mehr Beschreibung und Garantiebestimmung oder sowas. Und Anschlusskabel. Es ist ja tatsächlich alles dabei. Na, ich schließe mal an. Aha. Lass mal hier noch was aufklappen. Nee, MyWay Plus. Hat gestartet auf alle Fälle. Das auf alle Fälle, also das auf der Straße gefunden. Das ist ja erstmal gut. Wahrscheinlich sind die nicht mal teuer. Das Problem bei den Geräten ist ja immer, was daran teuer ist, ist das Fotopapier oder die Druckerpatrone. Schauen wir mal, sowas kostet neu. Wahrscheinlich 30 Euro. Obwohl das schon sehr stylisch aussieht, muss ich schon sagen. Nur ein Plastikkasten mit einer Platine drin. Davon auch nicht vergessen. Olivetti MyWay. 20 Euro. Bei eBay Kleinanzeigen. Neu, weil wir wissen, was das neu kostet. Also 60 Euro neu bei eBay Kleinanzeigen. Wir gucken mal, ob der funktioniert nachher. Also kostet er wahrscheinlich 100 Euro. Die Patrone kostet wahrscheinlich 30 Euro jedes Mal. Die kriegt man nur noch gebraucht? Der hat Bluetooth. Ist das schon so alt? Ja, ist es leider. Tommy, du bist älter. Was kostet eine Patrone? 60 Euro. Das ist das, woran sie verdienen. Das ist wie beim Handy. Das Handy ist immer günstig, am Vertrag verdienen sie. Und wenn es einfach nur eine Trödelkiste wieder voll macht, ist auch egal. Auf alle Fälle haben wir ein wunderschönes Netzteil dazu, das ist schon mal gut. Also ist auf alle Fälle verwertbar, bin ich der Meinung. 20 Euro kriegst du auch dafür. Gefunden auf der Straße, das ist wichtig. So, ich lade jetzt erstmal meinen Trödel ein. Aber es regnet schon wieder, das kann nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich anfange mit irgendwie Trödel und einladen und draußen irgendwas zu machen, dann regnet es. Halt durchsortieren. Aber es sind gute Sachen. Also ich würde 30 Euro nehmen für alles und dann ist das erledigt. Aktion erfolgreich beendet. Naja, bei dem Preis macht man ja auch nichts verkehrt. So, jetzt gucken wir mal, was ich neu gesehen habe. Jetzt auf alle Fälle ist eine freistehende Badewanne. Da habe ich auch schon einen Abnehmer dafür. Den rufe ich jetzt mal an, das ist nämlich ein Kumpel. Und da will ich dann auch nicht haben. Aber eine freistehende Badewanne, die will natürlich auch jeder im Moment haben und so weiter. Und die stand dann da beim Schrott jetzt gerade, wo ich vorbeigefahren bin. Also das ist wirklich unglaublich, was hier auf den Straßen von Neukölln so rumsteht. Also da steht viel, viel, viel Müll, muss man dazu sagen. Total viel Müll.
Aber steht eben auch unheimlich viel, was man noch gebrauchen kann. So, ich rufe da jetzt mal an bei dem und mal gucken, was er sagt. Ob er in der Nähe ist, ob es funktioniert, wie auch immer. Lecker. Sind gleich fertig. Hab ich gemacht. Total lecker. Ganz wundervolle Buletten. Ne? Du musst sowas abschauen, ne? Was Gadi heute nicht, was Gadi heute schläft auf, hat sie ganz am Aufrufen. Die Mutti geht zur Weihnachtsfeier. Der Papa bleibt zu Hause, wie immer. Kinderhüten, jetzt unglaublich. Ich hab doch zweimal Spätdienst die Woche. Die findest du zum Heulen? Skadi, ich muss leider. Sieht bezaubernd aus, mein Schatz. Ich hab meinen Stiefel hier. Ja, komm her. Wir betrauern Mama. 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 Muss denn das sein? Mama kramt in den Schuhen. Wir legen uns gleich hin. Ich habe gehofft, Anouk kommt jetzt noch, damit ich sie schon mal reinlassen kann, weil sie ist nur ein bisschen liegefertig. Das ist ja mein Stiefel, der mir hilft. Tu dir selber eh nicht fallen und mach die Dinger wieder ganz drin. Stimmt. Was hast du gebrochene Zehen? Ja, also 1 cm. Wenn die Dinger 1 cm rausstehen, hier die Dinger, so weit hier, so eine Kanten. Das wird immer gerne mit dir. Von Frauen. Ja, ich bin hier. Was für eine Frau. Unglaublich. Ich wünschte, du wärst meine Frau. Ich habe mich gerade neu verliebt in dich. So, guck mal. Bezaubernd. Katastrophe mir. Meine Tochter und Lipgloss. Skadi, muss ich ein bisschen abschminken. Tut mir leid. Das sieht schlimm aus. Oh Gott. Achtung. Du bist jetzt absolut geschützt. Du kannst jetzt in die Antarktis gehen. Und du? Wo hast du es jetzt hingemacht? Die Scherben. Okay, lass die Finger weg. Oh, ich wollte nur arbeiten. Glasscherben wegmachen. Überall Sterne, was da wohl kaputt gegangen ist. Gibt noch einen kleinen Tipp. Es ist rund, aus Glas und der Rest davon befindet sich jetzt im Mülleimer. Katastrophe. Die eine macht sich mit Lipgloss voll und die andere zerschmettert ihre Schneekugel. Und schneidet sich dann auch noch. Lumi, wo hast du denn die Elsa hingemacht? Komm, ich muss das wegmachen. Ist egal, wo es ist jetzt. Aber zeig mir bitte, wo du die Elsa hingemacht hast. Hast sie versteckt? Ja, ich weiß es. Ist ja kein Problem. Aber ist doch nicht schlimm. Kann kaputt gehen. Okay, alles klar. Gut. Lumen,
Das machst du nicht nochmal. Damit spielen. Außer wir sagen dir, guck mal, hier kannst du den anfassen, weil das ist kein Spielzeug, das ist Dekoration. Und guck mal, wie scharfkantig das ist. Kannst du dich so doll dran pieken und schneiden. Und die Eltern? So, wir sind jetzt in der Garage und ich schaue mir jetzt mal in die Kisten. Ich nehme mir jetzt mal eine Kiste vor und schaue mal, was da drin ist. Und vielleicht finde ich da noch was Schönes zum Einstellen. Oh, das mache ich jetzt. Werde ich auf alle Fälle mal durchgehen und mal schauen, ob das Vorlagen für einen Kalender waren, weil hier sind ab und zu Kalender drin. Mit einem Fotograf war, der für einen Kalender gearbeitet hat. Also wieder Fotos. Ja, das schaue ich mir mal zu Hause an. So, oh Gottes Willen, es ist voll. Es ist vollgestopft. Stadtwerke Braunschweig. Straßenbahn Beiwagen. Na, genial. Genial. Deutsche Waggon und Maschinenfabrik GmbH. Ah, negative. Zwei Platz, drei Sitz, verstellbare Rückenlehne. Unterlagen für Sitzbänke in Zügen. Genial. Gut verkäuflich. Haben wir hier Verkehrsgesellschaft Bremerhaven Beiwagen. Aufträge. Super. Was für schöne Züge. Definitiv auch verkäuflich. Nehme ich auf alle Fälle mit. Delicious. Wahnsinn. So, was haben wir denn hier? Oh, süß. Schütte, Berlin. Katalog, der kommt auf alle Fälle mit. Eine Polizeiweste. Jetzt hier vorne, mir ist nämlich kalt. Mann, die ganze Kiste ist interessant. Knöpfe. Alte Knöpfe, nehmen wir mit. Na Mensch, ich würde mal sagen, wir machen die Kiste leer. Also wir nehmen einfach alles mal mit. Und werden das dann nachher gleich nochmal zu Hause begutachten. Hypersonic Tuner Part Set. Das ist eine Kiste. Mal gucken, was ich aus der Kiste rausschlage. Vielleicht ein Tausender oder so. Wie lange ich das schon habe, alles. Unglaublich. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt alles. Ich mache jetzt wieder zu, aber hab hier noch zu tun. Jetzt gehe ich noch kurz in den Trödelladen rein und schaue, was da gibt. Der Arnim steht schon davor, also gibt es da nichts mehr. Aber ich erschrecke ihn jetzt mit meiner Polizeiweste. So, der Tommy hat die Kiste komplett verkauft. Gerade. Für 400 Euro weg.
Ich habe das Ding schon jahrelang bei mir stehen. In der Garage. Und jetzt ist endlich eine Kiste ist weniger weg und 400 Euro in der Tasche. Ich meine, ne? Ist halt auch gute Ware. Darf man nicht vergessen. Das Bescheuerte ist, dass ich gleichzeitig wieder hier angekauft habe. Also, das ist ja ein Kreislauf, das ist unglaublich. Ja? Mensch, du bist ja, das ist ja ein Hin und Her hier. Ja, ich kenne die. Wie waren die? Mit so einer Wandtafel, einfach Schmucktafeln. Ich kenne so eine Dinger. Ja? Ja. Bei dem ist der Eisenhütte-Mägde-Sprung, ist das? Zwei Stück? Ja, also zwei verschiedene. Ja, die sind schön, weil sie. Naja, gut, also die Vernickelung, ja, das muss man ein bisschen. Und den habe ich noch Mittelteil beweglich. Also war mal ein Spiegel drin oder halt ein Bild. Aber groß, 54, also ist ein Riesendenkenbuch. Das war so im Haushalt drin, im Keller wahrscheinlich. Kann sein. Was ist denn jetzt dein neues Adelswappen? Das ist ein Brustschild. Oh. Brustpanzer. Echt? Trinkkragen. Ja. Tötet nice. Dich. Wer sie dich nicht töten, tötet es dich. Ich hab hier Rasenpferden was. So eine Glasbottiche, zum Teil so groß. So, und dann sind oben so eine Löcher drin, mit gegossen. Ein Deckel steht da an. Drin. Das ist ein Ankoppel. Massiv. Also richtig, was weiß ich, wo da setzt dann so eine Schläuche drauf und dann musst du irgendwie für chemikalische Prozesse oder so ja. Verwendet. Grundsätzlich wissen wir schon Laborbedarf, aber es gibt einen Katalog, da steht das alles drin. Laborator heißt der. Labrador? Laborator. Da sind die Dinger alle drinnen. Das ist, wisst ihr nämlich wenigstens genau, wofür das ist und so. Da hast du eine exakte Beschreibung. Und gibt es für sowas Abhilfe? Nee, leider nicht. Also findest du einen Künstler, der dann irgendeine Lampe draus baut. Genau, das ist der Schwimmbekommen. Das ist so heutzutage, hier wird da eh alles umgeschüttet. Aber so, China, ja, das ist ja das braucht eigentlich industrielle Chemieprozesse oder so. Carbon rausbauen? Ja, und vor allem hey, mit fünf Schläuchen, Alter. Ja, die Dings, ja, dann ein Gruppenbon. Gruppenbon? Na hier, diese Kühldinger, die sind doch gut. Diese Kühlspiralen. Die sind auch da. Die sind gut. So. Das Ding ist, dass es die Masse macht. Zwar, wenn da wirklich jemand wäre, der Interesse hat, da ist so viel Material von. Ja, natürlich, es sind immer viel. Wenn der so ein Ding auflöst oder hat, dann ist das ja immer massig. Das Problem ist einfach, du kriegst die Dinger ja nicht versendet. Gerade bei den Kühlspiralen oder so. Die sind ja blass in blass. Genau. Das willst eine. Dämmen, dass das funktioniert. Das geht nicht. Aber den normalen Versand geht das nicht. Das ist geil, da kannst du genau sehen, wann der hochkommt. Wann er kommt. Ja. Man, ja, aber nicht in dem Durchmesser. Wenn du so einen kannst ja, der ziehen, dann ja, nicht ja. Bei deinem Lungenvolumen. Da wird Arnim noch ein Ventil einbauen, wird warten, bis der Rauch vorne ist, komplett und dann konzentriert. Und dann so ein Stoß, kriegt einen Stoß. Dann nochmal tief Luft holen, nee, ausatmen und dann. Ja, dann bist du voll gepumpt mit Pressluft. Das ist eine Pressluftbombe. Das sind keine Lungenkapazitätenprobleme. Daher findest du schon Leute, wenn das auch wirklich gut im Zustand ist. Wenn das wirklich gut im Zustand ist. Die Neubau. Naja, teilweise ist es ja neu. Die meisten Sachen sind ja nur Reserve. Die benutzten Dinger, die kriegst du nämlich gar nicht verkauft. Wenn da irgendwelche Ablagerungen drin sind oder irgendwas, kriegst du die nicht verkauft. Das will wieder der Künstler haben, der daraus irgendeine fantastische Lampe baut, weil da irgendwelche, weil scheiße aussieht, wenn das beleuchtet. Noch will das jemand haben, der für chemische Prozesse benutzt und benutzt das Zeug. Ja. Also das nicht. Die müssen echt wie neu sein. Mann, oh Mann, was für ein Stress, ey. So. Jetzt brauche ich ein Telefon und dann rufe ich den guten Mann mal an. Das hole ich wieder von drüben. Mann. Ja, hallo, Müller hier. Ich rufe an wegen der Porsche-Sitze. Ja,
Sie wollten ja wohl wissen, wann Sie mal vorbeikommen können. Wie bitte? Na doch, jetzt bin ich ja auch hier. Okay, okay, alles klar, dann machen wir das so, ja? Gut, bis dann. Ciao, ciao. Ah, Telefon von Ariel. Immer das gleiche mit diesem Telefon.